Hallo, liebe Kinder! Heute sind wir beide nicht direkt bei euch, sondern wir sind durchs Video mit euch verbunden. Und hier ist Zippi. Hallo, ich bin Zippi! Und Helge, ihr bester Puppenvater. Und ich bin euer Pastor und ich grüße euch hier aus meinem Arbeitszimmer. Ey, ich will aber gar nicht Grüße sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich in diese Schule möchte. Wieso möchtest du nicht in die Schule? Du kommst doch in die erste Klasse, Zippi. Aber bin ich nicht zu klein für diese große Schule? Ach, Zippi, wie kommst du denn auf die Idee? Im Kindergarten, da war ich immer die Größte. Und wir gehörten alle zu den Großen, alle meine Kumpels und ich. Und jetzt bin ich in der Schule und da bin ich die Kleinste. Und das finde ich doof. Ach, Zippi. Klein ist doch das neue Groß. Klein? Soll groß sein? Das stimmt gar nicht. Oh doch, schau dir doch mal dein Kuscheltier an. Okay, ich habe hier den kleinen Bär. Mein Bäri kommt immer mit, wo ich hingehe. Und der ist total süß und total schnuckelig. Und total klein. Nee, der ist total groß für mich. Der ist so groß, dass er mich behütet. Ach was. Dann sagst du also, dass dieser kleine Bär groß ist, dann ist klein das neue groß. Ah, das finde ich doof. Das stimmt gar nicht, aber für mein Herz stimmt es schon. Du hast irgendwie doch recht. Ja, Zippi. Und deine Freunde in der Klasse, sind die groß oder klein? Es gibt da welche, die sind kleiner und es gibt welche, die sind größer. Aber es sind alles deine Freunde. Und egal, ob die groß oder klein sind, sie bleiben deine Freunde. Oh ja, ob klein oder groß oder dick oder dünn, alle sind meine Freunde und dann ist es eigentlich egal. Das stimmt. Aber die anderen alle, diese vielen anderen Kinder, die so schnell rennen und so laut sind. Ja, Zippi, die anderen alle, das sind viele, ja, das stimmt. Aber wenn du ganz weit weg bist von denen, dann sind die alle ganz klein. Wie? Na schau mal, jetzt bist du auch ganz klein. Ihr Kinder, seht ihr die Zippi, wie klein die geworden ist? Ich bin nicht klein geworden, ich bin total gleich groß. Ich bin überhaupt nicht klein. Doch, Zippi, es kommt eben drauf an, wie weit du weg bist. Und wenn du durch deine Finger guckst, dann sind die anderen auch ganz klein. Okay. Hallo, ich sehe euch, aber Mann, seid ihr weit weg und so klein. Ich bin total groß und ihr seid ganz klein. Ja, Zippi, das kommt immer auf die Frage an, wo du stehst. Und dann siehst du den anderen groß oder klein, je nachdem. Und wenn er ganz nah rankommt, ist er ganz groß. Und so bist du in Gottes Augen ganz groß. Wieso? Wieso das denn? Weil Gott ist ganz nah und ganz dicht bei dir. Da bist du für ihn immer groß, riesengroß. Du bist ihm so wichtig. Du bist an seinem Herzen, wie dein kleiner Kuschelbär. Und dann bin ich ja die Zippi, der Zippi von dem Gott. Ja, na klar. Und der ist die ganze Zeit bei dir und du bist ganz groß. Ist das toll. Dann gehe ich doch gerne in die Schule, wenn ich immer groß bin. Genau, du bist immer groß. Bei Gott und manchmal, wenn du weiter weg stehst, dann sind die anderen ganz klein oder manchmal bist du ganz groß oder ganz klein. Deine Freunde ist eigentlich egal und du hast ja immer deinen Bären dabei und der ist riesengroß. Und dann kannst du jetzt beruhigt in diese große, neue, schöne Schule gehen und das wird ein Spaß. Ich komme, ich bin bei euch, ich bin gleich bei euch, ich komme gleich, tschüss.